Et je vais être évidemment bref parce que nous sommes curieux d'entendre ce que des historiens qui normalement sont censés s'occuper du passé nous racontent sur notre temps présent, peut-être même un peu sur l'avenir. Nous le verrons bien. C'est quelque chose qui peut être justement, qui pourrait paraître justement un peu bizarre parce que nous avons l'habitude d'associer l'histoire au passé, mais nous sommes dans une situation générale, pas seulement depuis un an ou 2 ans, mais depuis plusieurs années, à mon avis, où on a tendance d'oublier l'histoire dans le sens que l'histoire est différente du passé. Il y a une tendance de prendre l'histoire seulement en considération, quasiment pour la corriger, pour la juger, mais pas vraiment comme une science qui nous aide à réfléchir sur le temps présent en réfléchissant à l'altérité et au changement. C'est ça l'essentiel, à mon avis, ou un des aspects essentiels de notre métier en tant qu'historien. Et c'est pour ça que je suis particulièrement reconnaissant et heureux de pouvoir accueillir ce soir Paul Nolte de l'Université de Berlin. Et encore à Berlin, malheureusement. Évidemment, nous aimerions bien l'avoir ici. Et Daniel Tartakovsky, qui vont être introduits et modérés par Agnieszka Piechowska, à qui je passe immédiatement la parole et me réjouis beaucoup d'être parmi vous ce soir. Vielen Dank. Ich werde heute Abend auf Deutsch sprechen. Wie meine Kollegin Odile Vinken-Johann bereits gesagt hat, es gibt eine Simultanübersetzung und ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu dem heutigen Jeudi virtuell am Deutschen Historischen Institut in Paris. Bevor ich zu unseren beiden renommierten Gästen komme und sie kurz vorstelle, möchte ich kurz auf den Ablauf des heutigen Abends aufmerksam machen. Wir hören zunächst einen circa 30-minütigen Vortrag von Paul Nolte, anschließend ein Kommentar von Daniel Tartakovsky und im Anschluss eröffnen wir die Diskussion an Sie alle und es wurde bereits gesagt, Sie können sich dann beteiligen an der Diskussion, entweder mit dem Handzeichen, das Sie unten im Fenster finden und sich melden, oder auch im Chat. Paul Nolte ist Professor an der Freien Universität Berlin, wo er unter anderem den Studiengang Public History ins Leben gerufen hat. Er spezialisiert sich auf die Forschung zu Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert, auf die Gesellschafts- und Staatsformen und auf die Fragen der Demokratieentwicklung. In letzter Zeit beschäftigt er sich auch mit der Geschichte der Geschichtsschreiber. Sein zuletzt erschienen ist seine Monographie Lebenswerk, Thomas Nipperdeys deutsche Geschichte, Biografie eines Buches. Und als Public Intellectual beteiligt er sich an Debatten zu zeitgenössischen Entwicklungen und gibt uns heute auch einen Einblick in sein Denken über Demokratieentwicklung, Krisen und Transformationen im frühen 21. Jahrhundert. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute bei uns sind, auch wenn nur virtuell. Daniel Tartakovsky ist Professorin an der Université Paris 8 und war lange Jahre auch Präsidentin derselbigen. Sie spezialisiert sich auf die Geschichte der sozialen Bewegungen im 20. Jahrhundert und im Besonderen auf die Geschichte der Linken in Frankreich. Sie hat zahlreiche Bücher veröffentlicht zu Straßenprotesten. Le pouvoir est dans la rue ist eine der Titel ihrer Bücher und die Liste der Veröffentlichungen ist sehr lang. Ich wollte auf die letztveröffentlichte aufmerksam machen, ein Buch zusammen mit Michel Margerat, L'état détricoté de la résistance à la République en marche. Frau Tartakovsky, ich freue mich sehr, Sie heute hier begrüßen zu können. Und jetzt übergebe ich das Wort an Paul Nolte. Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung und Begrüßung. Ich grüße Sie ganz herzlich aus dem winterlichen Berlin. Ich bin sehr froh, dass diese
Veranstaltung dieser Abend heute dann doch zustande kommt, nach langer Planung, zweimaliger Verschiebung, leider ohne die Reise nach Paris. Aber ich freue mich sehr, dass es heute so gelingt und ich jetzt gleich zu Ihnen sprechen darf. Vielen Dank also Herr Meißen für die Einladung. Vielen Dank an Nils May auch für die über lange Zeit andauernde Betreuung und organisatorische Begleitung der Vorbereitungen. Ein großer Dank an die Dolmetscherinnen, die jetzt schon aktiv sind und auch ein großer Dank und eine Ehre ist es für mich, dass Daniel Tartakowski gleich den Kommentar sprechen wird. Ja, Herr Meißen, Sie sagten gerade, wir gehen heute mehr in die Gegenwart als in die Vergangenheit. Ich muss Sie dann doch wieder ein bisschen enttäuschen. Es geht in meinem Vortrag mehr um die Vergangenheit als der Titel, der auch vor langer Zeit festgelegt wurde, vielleicht zunächst nahelegen mag. Ich gehe ins 19. Jahrhundert zurück, arbeite mich dann durch das 20. Jahrhundert vor. Der Schwerpunkt des Vortrages liegt im Grunde in der Geschichte des 20. Jahrhunderts, aber natürlich mit einem Fluchtpunkt auf dem Verständnis der Gegenwart. Also diese kleine Abweichung, dieser Rückgriff in die Geschichte sei mir im Kontext eines deutschen historischen Instituts hoffentlich verziehen. Aber ich steige ein mit der Gegenwart. Am Beginn des 21. Jahrhunderts ist die liberale Demokratie in Bedrängnis geraten. Ihr globaler Siegeszug, den viele nach der demokratischen Revolution im früher sowjetisch beherrschten Ostmitteleuropa für nahe bevorstehend hielten, stockt. Aber die autoritären Verfestigungen des Systems Putin in Russland, die höchst begrenzten Erfolge des arabischen Frühlings vor 10 Jahren oder das antidemokratische Selbstbewusstsein der Volksrepublik China sind nur eine Facette der Situation und womöglich nicht die wichtigste. Beunruhigender ist eine neue Instabilität der westlichen Demokratien selber in ihren historischen Kernregionen in West- und Mitteleuropa und in Nordamerika. Ein Vergleich mit der Situation der Zwischenkriegszeit zeigt Ähnlichkeiten, aber auch Unterschiede. Damals wie heute hat das Vertrauen in die Zukunftsfähigkeit des demokratischen Modells Schaden genommen. Die Feststellung John Deweys, des großen amerikanischen Philosophen und Demokratietheoretikers aus dem Jahre 1929, gilt erneut. Optimism about democracy is today under a cloud. Aber trotz der gravierenden Verfassungskrise der USA nach den letzten Präsidentschaftswahlen und des Staatsstreichsversuchs des abgewählten Präsidenten Trump, trotz Rechtsstaatsverletzungen in Polen oder Ungarn, droht heute kaum ein Übergang in die offene Diktatur. Die Situation ist komplizierter. Denn die Demokratie ist nicht nur durch äußere Gegner in Bedrängnis und Verteidigungsstellung, sondern in ihrer inneren Verfassung ein Stück weit aus den Fugen geraten. Sind die Gelbwesten in Frankreich Ausdruck von demokratischer Artikulation des Volkes gegen allzu selbstgewisse Eliten? Oder sind sie gefährliche Gegner der Demokratie und ihrer Institutionen? Die herkömmlichen Koordinaten der Politik passen oft nicht mehr. Sind die Gelbwesten rechts oder links? Sind sie Weggefährten des Front National oder treten sie die Nachfolge kommunistischer Protestkultur des PCF und der CGT an? Frau Tartakowski weiß das natürlich alles viel besser. Mobilisiert der Populismus nicht vor allem diejenigen Verlierer historischer Entwicklungen seit dem späten 20. Jahrhundert, die in der von Bildungsschichten und Globalisierungsgewinnern getragenen Demokratie vergessen wurden? Schwer einzuordnen ist auch der Erfolg politischer Clowns wie Beppe Grillo in Italien oder Martin Sonneborn in Deutschland. Sie stellen sich nicht nur gegen die Institutionen, sondern auch gegen eine Grundhaltung der klassischen Demokratie. Die Überzeugung nämlich, dass Demokratie eine ernste Sache sei, mit der man nicht spaßen dürfe. In meinem Vortrag möchte ich diese Überlegung entfalten und historisch begründen. Wir haben es im frühen 21. Jahrhundert nicht einfach mit Herausforderungen der Demokratie zu tun, mit einem Angriff durch ihre Gegner oder Feinde von außen. Die gegenwärtige Krise und Verunsicherung ist vielmehr Ausdruck eines Formwandels der Demokratie.
Und weil dieser Formwandel auf politischen und gesellschaftlichen, technologischen und kulturellen Voraussetzungen beruht, die sich nicht wieder rückgängig machen lassen, ist die Vorstellung verfehlt, wir könnten nach der großen Abwehrschlacht irgendwann gegen Rechtspopulismus und Autoritarismus wieder in die sicheren und stabilen Verhältnisse der guten alten Demokratie zurückkehren. Ein Arzt würde sagen, eine Restitutio ad integrum ist nicht zu erwarten. Die gute alte Demokratie beruhte auf einem sozialen und institutionellen Gewebe, das im späten 19. Jahrhundert geflochten wurde und nach dem Zweiten Weltkrieg auf seinen Höhepunkt gelangte. Dieses Muster, dieses Modell nenne ich die wohlgeordnete Demokratie. Sie funktionierte in klaren Strukturen, in eindeutigen Zuordnungen und sicheren Abgrenzungen. Menschen gehörten großen Verbänden an, die ihre Interessen vertraten. Ein Arbeiter war links und gab seine Interessen vertrauensvoll in die Hände von Funktionären der Arbeiterbewegung. Im Westen war Demokratie, im Osten Diktatur. Diese Zuordnungen und Eindeutigkeiten haben sich zunehmend aufgelöst. Mit einem ersten Schub, der bereits vor einem halben Jahrhundert begann, also in den 1970er Jahren, und einem zweiten Schub einer zweiten Phase seit Beginn der 2000er Jahre. Jenseits der wohlgeordneten Demokratie liegt ein unsicheres Terrain, für das uns noch die Begriffe fehlen. In den 1980er Jahren sprach man von partizipatorischer oder zivilgesellschaftlicher Demokratie. Das bleibt richtig, um neue Akteure und Handlungsformen außerhalb von Wahlen und Parlamenten zu beschreiben. Aber der Wandel ist nicht so eindeutig, wie viele, viele Linke und Progressive vor allen Dingen damals glaubten, nicht so eindeutig an Fortschritt. Er ist allerdings auch nicht einfach ein Verlust, eine Regression, ein Verfall, wie manche Linke und Progressive heute denken, etwa wenn sie mit Colin Crouch von postdemokratischer Entkernung sprechen, die von der Demokratie nur noch äußere Hüllen zurücklasse. Gerade der historische Blick, gerade die Perspektive der Geschichtswissenschaften kann helfen, erst einmal nüchtern hinzuschauen und zu beschreiben, was sich verändert hat. Und während Politikwissenschaftler und politische Philosophen zu einer eindeutigen Diagnose von Fortschritt oder Verfall neigen, pflegen Historiker eher die Grautöne und das einerseits, andererseits. Aber eine Richtung lässt sich beschreiben, wie auch immer man das bewertet. Aus der wohlgeordneten Demokratie ist eine raue Demokratie geworden, in der es oft laut und provozierend, unerwartet und regelverletzend zugeht. Das schauen wir uns nun etwas genauer an. Zunächst skizziere ich die Konstellation der wohlgeordneten Demokratie in ihrer historischen Entstehung und in der Ausprägung, die sie nach 1945 gewonnen hat. Das ist dasjenige Muster von Demokratie, unter dessen Eindruck wir bis heute stehen und nach dem sich nicht wenige zurücksehnen. In Deutschland zum Beispiel nach der Zeit der großen Volksparteien. Dann diskutiere ich Veränderungen seit den 1970er Jahren und ihre Konsequenzen für den Aggregatzustand der Demokratie. Manche tiefen Veränderungen in dieser Zeit konnten den Zeitgenossen noch nicht bewusst sein. Dass die SPD 1983 wieder unter 40% sackte bei den Bundestagswahlen, schien ein Ausrutscher. Wo Veränderungen bemerkt, ja gefordert worden waren, erschienen sie nicht zu Unrecht als ein Gewinn, etwa der wachsende Einfluss der Bürgerinitiativen auf die Politik. In einer zweiten Phase setzten sich viele Basisprozesse der sozialökonomischen Transformation fort. Neue Dynamiken infolge von Globalisierung und Digitalisierung traten hinzu. Die Schattenseiten einer Verflüssigung der Demokratie traten jetzt klarer hervor, denn sie produzierte nicht nur Partizipation und Gleichheit, sondern auch neue Ungleichheit. Wohin wird dieser Prozess führen? Mit dieser Frage endet mein Vortrag und führt in die Diskussion. Am Ende des 19. Jahrhunderts also ordnete und verfestigte sich die moderne Welt. Dieser grundlegenden Vorstellung folgt seit einiger Zeit besonders die deutsche Geschichtswissenschaft in ihrem Bemühen, das 20. Jahrhundert zu verstehen. Einflussreiche Historiker wie Ulrich Herbert und Lutz Raphael verwenden den Begriff der Hochmoderne für eine von den 1880er Jahren bis in die 1970er Jahre reichende Epoche,
die durch die Dominanz wissenschaftlich-technologischer Ordnungsvorstellungen geprägt war. Damit verknüpfte sich eine charakteristische, jetzt mit Michel Foucault gesprochen, Gouvernementalität, nämlich die Leitidee einer politischen Steuerungsfähigkeit der Gesellschaft durch ein Social Engineering, durch Utopien der Planbarkeit und Machbarkeit, auch hinsichtlich der Umsetzung zunehmend radikaler Vorstellungen der sozialen und ethnischen Reinheit der Gesellschaft. Das deutet bereits an, es geht dabei auch bei dieser hochmoderne Deutung in der deutschen Geschichtswissenschaft um eine neue strukturgeschichtliche Erklärung des Nationalsozialismus. Obwohl die Hochmoderne gerade keinen deutschen Sonderweg beschreibt, sondern ein allgemeines Muster, prinzipiell jedenfalls westlicher Gesellschaften während dieser Jahrzehnte. Was bedeutete das für die Demokratie? Auch in einem nicht demokratischen, aber parlamentarischen und zunehmend partizipativen System wie dem Deutschen Kaiserreich. Die Offenheit und Spontaneität demokratischer Politik wich der Berechenbarkeit und der Steuerung durch professionelle Apparate. An die Stelle wilder Streiks trat ihre Regulierung durch Gewerkschaften. An die Stelle eines spontanen Protests in der ländlichen Gesellschaft, wie er noch in der Revolution von 1848 typisch war, die organisierte Interessenpolitik in Deutschland zum Beispiel des Bunds der Landwirte. In ihren Arbeiten zur Geschichte der Demokratie hat Hedwig Richter betont, wie sehr Demokratie in dieser Zeit ein Elitenprojekt war. Das trifft nicht uneingeschränkt zu und den Elitenbegriff muss man damit dabei weit fassen, sodass er zum Beispiel mittlere Funktionäre der Gewerkschaften oder katholische Priester als Milieumanager des Katholizismus einschließt. Treffender könnte man vielleicht von Kanalisierung und Transfer sprechen. Statt das Rathaus zu stürmen, vertrauten Bauern, Handwerker oder Arbeiter ihre Interessen einer Organisation und deren Führern an, die mit den politischen Eliten im engeren Sinne in zunehmend regelhafte und rechtskonforme Verhandlungen traten. Aus damaliger Sicht war das ein Gegenentwurf zu volkstümlicher Politik und gewalthaften Protesten früherer Zeit, zu der rauen Demokratie, wie sie die Forschung zu Volksprotesten von George Rudé bis zu E.P. Thompson vielfach beschrieben hatte. Aus heutiger Sicht ein Gegenmodell zum Populismus. Zu diesem wohlgeordneten Muster gehörten außerdem klare Grenzziehungen der Zugehörigkeit und des Ausschlusses. Der Nationalstaat mit seiner Staatsbürgerschaft und die nationale Gesellschaft bildeten den unbestrittenen Referenzrahmen von Partizipation und demokratischer Politik. Dem fügte sich trotz ihres programmatischen Internationalismus auch die Arbeiterbewegung. An die Stelle ständischer Ungleichheit trat die Geschlechterdifferenz, besonders klar in den USA und Deutschland. Alle weißen Männer durften dazugehören, die Frauen grundsätzlich nicht. Um die Jahrhundertwende und im frühen 20. Jahrhundert kamen ethnische und rassische Grenzziehungen dazu, mit denen Migranten, Minderheiten und Fremde aus der nationalen Demokratie ausgegrenzt wurden. Besonders nach 1918 bis 20, als die Frauen sich ihre formale Inklusion erkämpft hatten. Immer wieder spielten religiöse und konfessionelle Grenzziehungen eine wichtige Rolle. Zwischen Christen und Juden, zwischen Protestanten und Katholiken. Die Klarheit und die Verlässlichkeit dieser Ordnung und die Möglichkeit der Partizipation für diejenigen, die dazugehörten, beruhte auf diesem binären Schemata, auf der Korrespondenz von Inklusion und Exklusion, ebenso wie auf dem Transfer des individuellen Mandats in die Kontrolle der Funktionäre. In der Zwischenkriegszeit geriet diese Ordnung in eine Krise, von der vorhin schon kurz die Rede war, John Dewey, und die auch an dieser Stelle nicht vertieft werden kann. Denn das Verhältnis der radikalen antiliberalen Ideologien und Regime, besonders des sowjetischen Kommunismus und des deutschen Nationalsozialismus zur wohlgeordneten Demokratie, war ambivalent und paradox. Einerseits lassen sie sich als Gegenbewegungen interpretieren, nicht nur gegen Freiheit und Demokratie, sondern auch gegen deren Regelhaftigkeit und Institutionalität.
Andererseits setzten die antiliberalen Ideologien und Regime das Ordnungsmuster der Hochmoderne fort und trieben es auf die Spitze. Und das ist in der Forschung auch vielfach beschrieben worden. Mit neuen Partei- und Staatsbürokratien, mit Massenorganisationen, die als Transmissionsriemen, wie Lenin so berühmt sagte über die Gewerkschaften, der Parteiavantgarde in das Volk dienen sollten. Nonkonforme, spontaneistische Politik hatte es schon in den demokratischen oder protodemokratischen Gesellschaften um 1900 schwer, in den illiberalen Regimen der 1920er bis 1950er Jahre war sie nahezu unmöglich geworden. Nach der Niederlage des Nationalsozialismus und dem Ende des Zweiten Weltkriegs knüpften die westlichen Demokratien zunächst an das Modell der klassischen, der wohlgeordneten, regulierten und in vieler Hinsicht ja auch sozial disziplinierten Demokratie an. In den USA und Großbritannien geschah das in unmittelbarer, in Frankreich in mittelbarer Kontinuität. Nicht nur in der jungen Bundesrepublik führte die Erfahrung totalitärer Herrschaft und des Missbrauchs des Volkes zu einer Betonung nicht plebiszitärer, repräsentativer und parlamentarischer Demokratie, wie es etwa Josef Schumpeter 1942 einflussreich definiert hatte. Demokratie als ein wettbewerbliches Auswahlsystem für Führung auf Zeit, das sich alle 4 Jahre in Wahlen aktualisiert. Auch Ernst Fraenkels Konzept einer pluralistischen Demokratie blieb diesem Modell verpflichtet. Menschen organisieren sich nach sozialer Lage, Interessen und Überzeugungen und handelten nicht selber, sondern durch Verbände und Parteien. Auch habituell in Auftreten und Kleidung wurde das zum Ausdruck gebracht. Demokratie war politische Herrschaft, immer noch fast ausschließlich von Männern mit Hut und Krawatte. Heutzutage kann man auch einen Vortrag ohne Krawatte halten, wie Sie sehen. Dem schloss sich auch die Arbeiterbewegung immer mehr an. Willy Brandt trug Anfang der 1960er Jahre einen Homburg, also einen sehr bürgerlichen Hut. Das Bild von der Vereidigung Joschka Fischers zum ersten grünen Landesminister in Hessen im Dezember 1985 zeigt einen indigniert blickenden SPD-Ministerpräsidenten Holger Börner in Anzug und Krawatte, der selber kein Akademiker oder Bürger war, sondern Betonfacharbeiter. Fischers Turnschuhe stehen längst im Museum. Die Auflösung der wohlgeordneten Demokratie hatte begonnen. Die Geschichtswissenschaft interpretiert das 20. Jahrhundert ja zunehmend jenseits der klassischen politischen Zäsuren, wie 1918, 1945 oder 1990. Als eine Umbruchphase für westliche Gesellschaften gelten in der zweiten Jahrhunderthälfte vor allen Dingen die 1970er Jahre. Die dynamische wirtschaftliche Entwicklung der Nachkriegszeit flachte deutlich ab, mit der nicht nur symbolischen Marke der ersten Ölkrise von 1973. In westdeutscher Perspektive endete das Wirtschaftswunder, in französischer die Trente Glorieuse. Die historische Forschung zur Krise der 1970er Jahre hat Schwerpunkte auf die Ökonomie und die Kultur gelegt, die beginnende Transformation der Politik und der Demokratie dagegen vernachlässigt. Das liegt wohl auch daran, dass von einer Krise hier zunächst nicht die Rede sein konnte. Im Gegenteil, es herrschte eine Stimmung des Aufbruchs und der Erweiterung. Zwar scheiterten die politischen Ansprüche des radikalen Teils der 68er-Bewegung. Die Arbeiter bei Renault wollten dann doch keine sozialistische Revolution. Die Ersetzung der repräsentativ-parlamentarischen durch eine Rätedemokratie blieb in Theoriedebatten stecken. Aber Willy Brandt wollte als neu gewählter Bundeskanzler seit dem Herbst 1969 mehr Demokratie wagen. Brandts Verständnis von der Erweiterung der Beteiligung hatte damals durchaus zeittypisch eine stark gouvernementale und technokratische Top-Down-Komponente. Seit der Mitte der 1970er Jahre begann eine neue Vielfalt von Protestbewegungen, Partizipation und Demokratie ganz anders zu interpretieren. Weder sollte die bisherige Ordnung perfektioniert werden, noch, das war Brandts Vorstellung, noch durch eine neue, mindestens ebenso rigide Ordnung ersetzt werden. Vielmehr wollten diese Bewegungen und ihre überwiegend jungen und undogmatisch linken Akteure konkrete Zeichen setzen und dabei die etablierte Demokratie von unten nach dem Grassroots-Prinzip irritieren und langfristig verändern.
die Umweltbewegung, die Anti-Atomkraft-Bewegung und nicht zuletzt die neue Frauenbewegung, in Deutschland oft als neue soziale Bewegungen zusammengefasst, nahmen in vieler Hinsicht das Erbe der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung und der 68er-Bewegung auf. Sie erweiterten das Arsenal politischen Handelns durch neue informelle und häufig spontane Formen, wie die Sitzblockade, den Boykott oder den zivilen Ungehorsam. Ältere Protestformen wie die Demonstration auf der Straße lösten sich von der zentralen Planung und Steuerung durch straff geführte Organisationen wie die Gewerkschaften. Neue, oft lokal basierte Organisationstypen wie die Bürgerinitiative entstanden. Man kann diese Etappe in der Veränderung der Demokratie, die in Westeuropa die 1970er und 1980er Jahre prägte, durchaus als Teil der Einlösung alter Versprechen der klassischen Demokratie verstehen. Wenn das Gleichheitsideal in einem umfassenderen Sinne gelten sollte, dann auch für die Frauen über das längst gewährte Stimmrecht hinaus. Aber darunter mischten sich auch Anteile einer Kritik an der wohlgeordneten Demokratie, etwa mit der Akzentverschiebung von der parlamentarischen Repräsentation auf die direkte Aktion, das direkte Mandat der Bürgerinnen und Bürger, damals nicht des Volkes, im Lichte des heutigen Populismus ein wichtiger Unterschied. Insgesamt war das eine historisch bedeutsame und in vieler Hinsicht sehr folgenreiche Erweiterung der Demokratie. Seit den späten 1970er Jahren prägte sie die demokratische Opposition in Ostmitteleuropa nachhaltig, auch wenn in Polen mehr als in der DDR oder der Tschechoslowakei hochmoderne Organisationen und Handlungsformen wie Gewerkschaften und Arbeiterstreiks wichtig blieben. Aber inzwischen tritt deutlicher hervor, als das den Zeitgenossen damals klar sein konnte, es handelte sich nicht einfach um erweiternde Anbauten an das Haus der Demokratie, sondern der alte Teil des Hauses zeigte zunehmend Risse in den Wänden. Die wirtschaftliche und gesellschaftliche Dynamik seit den 1970er Jahren übersetzte sich in politische Erosion und Devolution. An erster Stelle ist hier die Auflösung der über Jahrzehnte, teils seit dem späten 19. Jahrhundert festgefügten sozialen Milieus zu nennen. Die klassische Industriearbeiterschaft und mit ihr die gesamte Arbeits- und Lebenswelt der Proletarität begannen sich aufzulösen. Ähnliches galt nicht nur in der Bundesrepublik für die konfessionellen Milieus. Große Mitgliederverbände wie die Volksparteien und die Gewerkschaften, aber auch die Kirchen überschritten den Höhepunkt ihrer Mitgliederzahl beziehungsweise des Organisierungsgrads. Weniger die ökonomische Krise seit 1973 als der gewachsene und, wenngleich langsamer, weiter wachsende Wohlstand wirkte als Treiber der Individualisierung. Der Soziologe Ulrich Beck sprach schon 1986 vom Ende der Großgruppengesellschaft. Nach den Ständen lösten sich nun auch die festgefügten sozialen Klassen auf und entließen die Individuen in nicht nur sozialkulturell, sondern eben auch politisch verflüssigte Ordnung. Auf diesen Gruppen und den durch sie genährten intermediären Verbänden aber hatte die wohlgeordnete Demokratie ganz wesentlich beruht. So produzierte deren Erosion im Zusammenspiel mit dem Aufstieg neuer, bewegungsgestützter und zivilgesellschaftlicher Handlungsformen neue soziale Ungleichheiten der politischen Beteiligung. Migration aus dem Mittelmeerraum und die aus ihr folgende ethnische Differenzierung und Unterschichtung bildete einen weiteren wichtigen Faktor. In Frankreich wie in der Bundesrepublik, wenngleich auf sehr unterschiedliche Weise. Die neue, die entstrukturierte Demokratie erwies sich als sozial und kulturell voraussetzungsreich. Angehörige alter und neuer Mittelklassen, vor allem urbane Bildungsschichten, konnten deren neue Formen für sich nutzen. Viel weniger dagegen die alten und die neuen Unterschichten. Dem sozialökonomischen Fordismus der Hochmoderne hatte eine fordistische Demokratie korrespondiert, in der die männlichen Arbeiter auf Augenhöhe mit den Mittelklassen standen, vielleicht sogar gegenüber diesen ihre Organisationsvorteile über Partei und Gewerkschaften ausspielen konnten. Nun breitete sich ein postfordistisches Vakuum aus, das in Frankreich wesentlich schneller und effektiver als in Deutschland der Rechtspopulismus zu füllen begann.
Das Gesamtbild dieser ersten Phase einer Entgrenzung der wohlgeordneten Demokratie ist kompliziert und vielschichtig. Das Bild eines Verfalls, das vom Haus der Demokratie, um im vorhin gewählten Bild zu bleiben, nur noch die postdemokratischen Fassaden übrig lässt, ist zu einfach. Die von Konservativen betriebene Liberalisierung der Wirtschaft, Thatcher, Reagan, und die von Linken betriebene Liberalisierung und Individualisierung von Gesellschaft und Kultur waren zwei Seiten derselben Medaille. Auch sind andere Faktoren der Entgrenzung und Entstrukturierung zu nennen, die hier nicht näher entfaltet werden können. Die neuen Formen der Demokratie zum Beispiel entzogen sich einer verfassungsrechtlichen Einhegung. Das deutsche Grundgesetz hatte 1949 ausdrücklich die politischen Parteien in Artikel 21, Entschuldigung, den politischen Parteien in Artikel 21 konstitutionelle Bedeutung verliehen. Für Bürgerinitiativen oder zivilgesellschaftliche Organisationen wurde diese Konstitutionalisierung aber nie nachgeholt, sodass seit den 1980er Jahren eine institutionelle, in mancher Hinsicht eben auch konstitutionelle Grauzone in Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen entstand. Ähnliches gilt für die Demokratie jenseits des Nationalstaats, ein Problem, das spätestens seit der ersten Direktwahl des Europäischen Parlaments im Jahre 1979 schärfer ins Bewusstsein trat und sich zwischen dem Vertrag von Maastricht 1992 und dem Scheitern des Europäischen Verfassungsvertrags 2005, nicht zuletzt mit dem französischen Referendum, zuspitzte. Aber das führte bereits in eine weitere Phase der Auflösung der wohlgeordneten Demokratie. Der demokratische Triumph von 1989-90 schien gegen alle Veränderungen, die im Westen längst im Gange waren, die klassische Ordnung der Demokratie noch einmal zu bestätigen. In den bis dahin kommunistisch beherrschten Staaten Ostmitteleuropas entstanden Parteien, die in einen freien Wettbewerb um die Parlamentsmehrheit traten. Die früheren Bürgerbewegungen mussten sich im Eiltempo in Parteien transformieren. Wenn Jürgen Habermas von der nachholenden Revolution von 1989 sprach, unterstrich das den Vorbildcharakter des westlichen Modells von 1945-49 oder gar von 1776 und 1789 und suggerierte eine Stabilität dieses Fixpunktes, die es bei näherem Hinsehen nie gegeben hatte. Zu Beginn der 2000er Jahre, als die erste Euphorie verflogen war, nahm die Unsicherheit über die Zukunft der Demokratie wieder zu. In den akademischen wie den öffentlichen Diskursen wuchsen seit etwa 2005 markant die Zweifel daran, ob die Geschichte der Demokratie weiterhin als eine Geschichte der Verheißung und Erfüllung zu sehen sei oder nicht vielmehr längst vor der Jahrtausendwende, längst vor den 1970er Jahren auch, nicht vielmehr als eine langwierige Problemgeschichte. Zugleich gewannen realgeschichtlich gesehen die langfristigen Prozesse der Entstrukturierung und damit der Auflösung der wohlgeordneten Demokratie wieder die Oberhand. Dazu gehörte ein neuer Schub der Entgrenzung nationalstaatlicher Demokratie, der immer mehr Unschärfen hinsichtlich der Volkssouveränität, der Legitimation politischer Entscheidungen und der Konstituierung von Öffentlichkeit produzierte. In Europa überlappten und verstärkten sich dabei mindestens drei unterschiedliche Prozesse. Erstens die Ausweitung supranationaler Herrschaft in der fortschreitenden europäischen Integration, die jedoch weder ein europäisches Volk noch einen europäischen Bundesstaat zu schaffen in der Lage war. Im Gegenteil, wie wir alle wissen, seit 2005 verstärkten sich nationalstaatliche Interessen wieder, was im EU-Austritt Großbritanniens zwischen 2016 und 2020 seinen vorläufigen Höhepunkt fand. Räumlich und sachlich viel weiter wirkte zweitens die ökonomische Globalisierung seit den 1990er Jahren in Verbindung mit dem Aufstieg des Finanzkapitalismus und seiner Risiken. Insbesondere in der Finanz- und Wirtschaftskrise seit 2008 geriet nationale demokratische Steuerungsfähigkeit an ihre Grenzen. Drittens erreichte die digitale Revolution eine neue Stufe, indem wenige Technologiekonzerne über ihre Plattformen sozialer Medien wie Facebook und Twitter Öffentlichkeiten ebenso konstituierten wie verformten, die dem aufklärerischen Ideal demokratischer, aber eben auch bürgerlicher Öffentlichkeit nicht mehr entsprachen.
Erneut ist es jedoch die Aufgabe des Historikers, diese Veränderungen in ihrer Komplexität zu registrieren. Das Internet hat die Entgrenzung der klassischen Demokratie vorangetrieben, aber zugleich demokratisierend und egalisierend gewirkt. Nicht mehr nur Experten und Eliten können seitdem ihre Meinung ungefiltert potenziell der ganzen Welt zu Gehör bringen. Wir schauen noch einmal genauer auf die sozialen und kulturellen Dynamiken im Innern demokratischer Gesellschaften. Ökonomisch gesehen gelang in den 1990er Jahren der Ausgang aus einer langen Krise, die nicht zuletzt durch eine sehr hohe Arbeitslosigkeit in West- und Mitteleuropa geprägt war. Aber die der Krise zugrunde liegende Transformation setzte sich fort in weiterer Abwanderung industrieller Produktion, im erfolgreichen Umbau zur Dominanz des tertiären Sektors und in der erfolgreichen Konsolidierung neuer Mittelklassen, die von der Expansion in Branchen wie IT, Gesundheit und Bildung profitierten. Zugleich setzte sich die Erosion der alten Unterschichten und Arbeitermilieus fort. Der Zusammenbruch des sowjetischen Kommunismus beschleunigte dabei zusätzlich den Niedergang der politischen Organisierung und der Wählerbindung. Sozialdemokratische, sozialistische oder eurokommunistische Parteien im ganzen Spektrum von moderater bis radikaler Ausrichtung schrumpften in vielen europäischen Ländern, teilweise bis auf den Status von Splitterparteien wie die französischen Sozialisten oder die niederländische Arbeitspartei. Aber die Entstrukturierung der Parteisysteme ging über das linke Lager weit hinaus. Im besten Fall vollzog sich das in einem langsamen evolutionären Prozess wie in Deutschland, in dem alte Parteien schrumpften und neue sich etablierten, darunter zuletzt auch mit der AfD eine rechtspopulistische Kraft. Andere Länder wie Italien, die Niederlande, teils auch Frankreich registrierten deutlichere Zäsuren bis hin zum Kollaps des in der Nachkriegszeit etablierten Parteiensystems. In allen Fällen traten dabei nicht einfach neue Parteien an die Stelle von alten, sondern die Struktur des Parteisystems, mehr noch die Artikulation politischer Interessen veränderte sich grundlegend. Nicht unähnlich den Verhältnissen vor der Hochmoderne nahmen Parteien wieder mehr einen diffusen Bewegungscharakter an. Anders als um 1800 oder 1850 freilich in dezidiert anti-elitärer Weise. Das geschah primär im rechten Lager und in nationalpopulistischen Parteien wie dem Front National. Die Transformation der Republikanischen Partei in den USA von einer konservativen Elitenpartei in eine populistische, anti-elitäre und anti-institutionelle Bewegung durch Donald Trump gehört ebenfalls dazu. Aber auch linke Parteien vollzogen diesen Schwenk, orientierten sich bisweilen linkspopulistisch, wie die britische Labour Party oder die Linke in Deutschland, oder suchten in einem breiten Bündnis neue Mehrheiten, wie der italienische Partito Democratico. In einigen Fällen, besonders erfolgreich in Emmanuel Macrons La République en Marche, vollzieht sich solche lose Bewegungsbildung auch im liberalen Zentrum. Dazu kommen unorthodoxe Protestbewegungen, die sich dem seit der Französischen Revolution etablierten programmatischen Spektrum demokratischer Politik und zum Teil der Rationalität von Politik, wie sie sich seit dem späten 19. Jahrhundert verfestigt hatte, in mancher Hinsicht seit dem 18. Jahrhundert natürlich, verweigern. Die eingangs schon erwähnten Bewegungen politischer Clowns wie Beppe Grillo verwischen dabei ganz bewusst die Grenzen zwischen Politik, Antipolitik und ironischer Kommentierung der Politik. Auch die Grenzen zwischen Journalismus, Kabarett, Aktivismus und Unternehmertum werden verflüssigt, in Deutschland etwa durch Jan Böhmermann. Solche Beispiele unterstreichen, dass die jüngsten Transformationen der Demokratie sich nicht zureichend als Angriff der Populisten auf die Demokratie beschreiben lassen. Gleichwohl wurzelt der Siegeszug des Populismus sozial- und kulturgeschichtlich gesehen in den Verwerfungen der Auflösung hochmoderner Gesellschaften und den neuen Differenzierungen, die seit dem Ende des 20. Jahrhunderts an die Stelle des alten Integrationsmusters getreten sind. Diese Differenzierungen, genauer diese neuen Hierarchisierungen, denn es handelt sich immer um asymmetrische Relationen, sind in den letzten Jahren viel diskutiert worden. Bildung spielt dabei eine zentrale Rolle, also die Spaltung von Gesellschaften an einer Bildungsschwelle, die in Deutschland das Abitur und in den USA der College-Besuch markiert.
Natürlich ist die alte Parteipolitik, natürlich sind Wahlen und Parlamente nicht verschwunden und das steht für die nahe Zukunft auch nicht bevor. Aber pointiert gesagt bevorzugen beide Gruppen, diesseits und jenseits der Abitur- oder College-Linie, inzwischen Formen postklassischer Politik. Die einen das zivilgesellschaftliche Engagement, die anderen den Populismus. Mit der Bildungsdifferenz korreliert, ohne mit ihr identisch zu sein, die Unterscheidung zwischen globaler und provinzieller Klasse, zwischen Anywheres und Somewheres, wie es David Goodhart genannt hat. Ebenso die nach einer Zeit der tendenziellen Einebnung wieder gewachsene Differenz zwischen Stadt und Land, zwischen Metropole und Provinz. Entschuldigung. Mit all diesem korrespondiert die fundamentale kulturelle Unterscheidung zwischen Optimisten und Pessimisten, zwischen einer gebildeten urbanen Klasse mit einem hohen Grad des politischen Systemvertrauens wie des allgemeinen Weltvertrauens einerseits und einer verängstigten, frustrierten Klasse andererseits, die kaum etwas so sehr kennzeichnet wie ihr Vertrauensverlust, der sich in Feindprojektionen, Antisemitismus, Rassismus und der Neigung zu Verschwörungstheorien und Esoterik niederschlägt. Diese kulturelle Differenz hat die klassische Unterscheidung zwischen links und rechts nicht obsolet gemacht, aber sie immer stärker überlagert. In manchen Fällen, in manchen Ländern definiert sie die politische Landschaft. Die Optimisten sammeln sich dann um eine weit gefasste liberale Demokratie, die Pessimisten im populistischen Lager. Das kann man in unterschiedlichen Varianten in Frankreich und Italien ebenso beobachten wie in Polen und den USA. Ich komme zum Schluss. Mein Vortrag verfolgte mehrere Ziele. Erstens war mir daran gelegen, die Zeitgeschichte der Demokratie bzw. politischer Prozesse in westlichen Gesellschaften stärker mit den zentralen Diskussionssträngen der Forschung zu verknüpfen, also mit den Überlegungen zur Zäsur der 1970er Jahre und mit dem Konzept der Hochmoderne, also der Einsicht, dass die Zeit zwischen dem späten 19. Jahrhundert und den 1970er Jahren mit einem Anspruch auf Ordnung, auf Eindeutigkeit und Regularisierung verbunden war, der sich seitdem auflöste. Zweitens ging es mir darum, einen begrifflichen und interpretativen Rahmen für die vielfältigen Wandlungen der Demokratie im letzten halben Jahrhundert zu finden. Und zwar jenseits der häufig dominierenden Narrative von der Erfolgsgeschichte einerseits, dem Verfall andererseits. Aber auch die Vorstellung von einer Krise greift noch, wie ich zu zeigen versuchte, zu kurz. Demokratie verändert sich und darauf reagieren wir mit Krisendiskursen. Das heißt nicht, dass Demokratie oder Rechtsstaatlichkeit oder offene Gesellschaft nicht wirklich gefährdet sein könnte. Für uns als Historiker stehen aber analytische Erklärungen im Vordergrund, die wir von normativen Bewertungen erst einmal trennen sollten. Insofern ist die Demokratie des Jahres 2021 nicht besser oder schlechter als diejenige des Jahres 1971, sondern vor allem anders. Trotzdem überzeichnet eine solche Skizze, die auf Wandlungsprozesse fokussiert, möglicherweise das Ausmaß der Veränderung und unterschätzt die Beharrungskraft des Bestehenden. Nicht nur der Rechtspopulismus und die Demokratiefeindschaft, sondern auch die Entstrukturierung der Demokratie in dem hier gemeinten weiteren Sinne haben in den letzten Jahren Gegenbewegungen ausgelöst, jedenfalls in Deutschland ganz markant. An die Stelle einer Geringschätzung der Parlamente oder einer Verachtung von Politikern ist neue Wertschätzung für Repräsentanten und die zentrale Institution der Repräsentation getreten. Überhaupt hat der anti-institutionelle Impuls des Rechtspopulismus, gerade weil er zum Teil entsprechende Impulse auf der Linken seit den 1960er Jahren imitierte, auch im linksliberalen Lager zu der Einsicht geführt, dass Institutionen nicht verzichtbar sind und eine Verflüssigung der Demokratie in populare Ad-hoc-Prozesse nicht wünschenswert oder sogar gefährlich ist. Institutions matter, wussten Ökonomen wie Douglas North schon viel früher. Die Geringschätzung der liberalen Demokratie im Rechtspopulismus, wie sie provokativ Viktor Orbáns Begriff der illiberalen Demokratie formuliert, hat jedenfalls in Deutschland zu einem neuen, breiteren Konsens über sie geführt. Auch die politische Linke bekennt sich gegenwärtig so emphatisch wie selten zuvor zu diesem Ordnungsmodell, das lange Zeit nur als das kleinere Übel
bürgerlicher Herrschaft ertragen wurde. Wie wird es weitergehen? Ich habe versucht, Zeitgeschichte zu analysieren. Zukunftsprognosen sind schwierig. Aber es spricht viel dafür, dass die hier beschriebenen Veränderungen weitergehen. Der Abschied also von der wohlgeordneten Demokratie und ihr Übergang in diffusere, verwischte, nicht eindeutig definierte Zustände. Dazu gehört mindestens für eine Übergangszeit auch der rauere Charakter demokratischer Prozesse, Handlungsformen und Redeweisen. Konflikthaft und unfertig ist die Demokratie jedenfalls immer gewesen. Und nur für eine im Rückblick gesehen vergleichsweise kurze Übergangszeit konnten wir uns der Illusion hingeben, das sei anders. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf den Kommentar und auf die Diskussion. Ja, vielen Dank, Herr Nolte, für diesen sehr kompakten Vortrag, in dem Ihnen ein Rundumschlag vom 19. Jahrhundert bis heute, bis Facebook gelingt. Sie haben ja sehr viele Thesen präsentiert und damit sehr viele Anregungen bereits für die Diskussion uns gegeben. Und mit diesem Stichwort übergebe ich an Frau Danielle Tartakovsky. J'ai 10 minutes, c'est ça? Oui. Bon, ben, je voudrais d'abord évidemment remercier toutes celles et ceux à qui on doit ce débat. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est par les temps qui courent, c'est quand même très bien de pouvoir décloisonner nos connaissances et nos réflexions. Bon, je dois dire avant toute chose que je suis globalement en parfait accord avec la démonstration et avec les thèses de Paul Nolte. Je pense, comme lui, que nous sommes aujourd'hui plongés dans un long processus de transformation structurelle de la démocratie et qu'il serait absolument réducteur de vouloir l'aborder et l'analyser en termes de crises chroniques qui se succéderaient. Et j'adhère totalement à sa proposition selon laquelle l'histoire de la démocratie doit être considérée comme, je cite, une histoire alambiquée d'une série de problèmes. Je souscris également à la chronologie qu'il nous propose, même si je vais apporter tout à l'heure quelques nuances. La longue période des années 80 aux années 70, le tournant du siècle, le rôle majeur aujourd'hui de la mondialisation et du numérique, avec des effets absolument contradictoires au regard de la démocratie, mais qui posent en termes totalement redéfinis la question des échelles pertinentes pour une approche de la démocratie et la question des frontières qu'il nous faut prendre en compte. Alors, quelques remarques, ce sera mon premier point, quelques remarques sur les deux notions centrales dans votre exposé, de démocratie bien ordonnée et de haute modernité. Bon, je saisis parfaitement la pertinence de ces deux notions. Je me demande toutefois, puisque nous sommes quand même là pour essayer de trouver, sinon des désaccords, du moins des points de débat entre nous, je me demande quand même si ces deux notions n'amènent pas, ne font pas courir le risque sinon de minimiser les questions économiques et sociales, du moins peut-être de les déconnecter des questions politiques et de la question de la démocratie. Vous avez montré comment la haute modernité se caractérisait par le rapport consubstantiel qu'elle entretient d'une part avec la démocratie bien ordonnée, et d'autre part avec le capitalisme social bien ordonné, avec peut-être, me semble-t-il, le risque d'une juxtaposition de ces deux facteurs, capitalisme et démocratie. Et donc j'introduirai très volontiers dans le débat, non pas pour se substituer à vos notions, mais pour les complexifier, la notion d'état social qui n'appartient pas à la démarche que vous nous avez présentée ici. Alors, état social traduit de manière différente selon les langues. Là, je le laisse le soin au traducteur de trouver le terme qui convient.
une notion qui me paraît, du point de vue de la question qui est aujourd'hui la nôtre, c'est-à-dire celle de la démocratie, présenter l'intérêt de souligner le rôle de l'État comme pouvoir public dans la construction et l'affirmation de la démocratie et le rôle de cet État comme pouvoir public dans l'expression du compromis social. Compromis social qui me paraît avoir été, durant cette période peut-être parenthèse que vous évoquiez en conclusion, le fondement, sinon de la démocratie, au moins de celle que nous avons vécue pendant la période de la grande croissance. Et alors, cette attention que je propose de porter à l'État social amènerait peut-être, non pas à infirmer, mais à nuancer votre chronologie, puisqu'il me semble que dans la longue séquence que vous nous proposez, celle des années 80 aux années 70, il me semble qu'il y a quand même une spécificité de la période qui s'amorce avec la crise, mais qui s'affirme au lendemain de la guerre, avec les redéfinitions des États sociaux dans les différentes démocraties occidentales et au-delà. Il me semble que cette refondation de l'État social a partout, dans des formes nationales qui ont différé, mais a partout conforté l'assise de la démocratie politique en générant des modalités nouvelles d'inscription du collectif dans le cadre démocratique, une citoyenneté qui ne se résumait plus à l'acte de voter, notamment, tandis que le tournant néolibéral que vous avez évoqué au centre de votre intervention et la déstructuration progressive la structuration progressive de ce que Saskia Sassen a appelé l'état du nouvel âge global, dont elle souligne qu'il est sans doute aussi important que ce qu'a été l'émergence de l'état moderne au sortir du Moyen-Âge, a provoqué, mais ça vous le montrez parfaitement dans votre intervention, une remise en cause de tous les acteurs qui s'étaient affirmés comme des acteurs centraux dans cette séquence de l'état social. Quelques mots, vous nous invitez à penser les concepts nouveaux qui nous permettent de penser l'innovation. Quelques mots donc sur, je crois que nous n'avons pas trouvé pour le moment la manière de désigner ce que nous traversons, parce que sans doute ne sommes-nous qu'à l'émergence, au tout début de l'émergence de questions. Mais deux constatations, s'agissant du moins de la langue française, et ça m'intéresserait de savoir dans quelle mesure vous partagez le constat dans la langue qui est la vôtre et peut-être dans d'autres langues. Pendant fort longtemps, on a dit démocratie et on savait de quoi on parlait. Et puis, à un moment donné, il a fallu préciser par des qualificatifs la signification de démocratie. Et si je prends l'histoire relativement courte de la vie politique française, 1944, le programme du Conseil national de la Résistance énonce la nécessité de construire une véritable démocratie économique et sociale, donc une démocratie dont il convient de préciser la nature par son approfondissement nécessaire sur des terrains économiques et sociaux. De la part des gouvernements, et vous montrez bien comment la chronologie des remises en cause politiques n'a pas été exactement celle des crises économiques, au tournant du siècle en France, de notre siècle, une réflexion du gouvernement sur l'articulation entre démocratie représentative et participative, voire démocratie locale. Et là, je constate qu'on ne réfléchit plus à partir d'un approfondissement sur des terrains d'action, mais à partir de modalités, de procédures, de la démocratie. C'est le moment où le gouvernement français a signé une charte avec les confédérations d'associations, qui était un phénomène relativement nouveau dans la vie politique française, qui n'a pas été suivi d'effets majeurs en termes de relation à la démocratie. Mais la mise en avant dans le débat de ces notions, comme aujourd'hui la mise en avant d'une notion de démocratie directe, me paraît des symptômes finalement, des symptômes beaucoup plus que des réponses. Et puis, si on
on sort du strict, de la stricte dénomination de la démocratie. Je suis attentive, mais vous l'êtes dans votre texte également, à l'émergence dans le débat, qu'il s'agisse des chercheurs ou des acteurs, de termes nouveaux qui font aujourd'hui débat, je dirais qui font aujourd'hui conflit, les notions de société civile, avec des chronologies qui sans doute ont différé un petit peu d'un pays à un autre, le populisme que vous évoquez, mais sur lequel je serais beaucoup plus, je ne le prendrai pas comme un acquis, je le prendrai beaucoup plus comme une question, la question des communs également, ou du commun, avec un débat sur singulier ou pluriel, autant de termes qui, me semble-t-il, traduisent bien ce terrain vague que vous évoquiez tout à l'heure, et qui nous montre que nous sommes dans le questionnement et que nous n'avons pas encore trouvé les cadres interprétatifs et normatifs qui nous permettraient de penser ce qui n'est qu'un phénomène, selon moi, émergent. Alors, je vois que le temps passe très vite, et donc, quelques mots pour finir sur la situation française. Il me semble que, encore une fois, si je pense que la chronologie que vous nous proposez vaut pour, par-delà la diversité des États, il y a quand même un intérêt à se focaliser un petit peu sur les phénomènes de différenciation nationale. Et il me semble que s'agissant de la France, le basculement que vous nous proposiez tout à l'heure sur les grèves et les mouvements sauvages, sur la démocratie, la politique du peuple qui basculait vers des choses beaucoup plus normatives et organisées, se pose dans des termes un peu plus complexes en France, dans la mesure où la mobilisation collective a été en France, dans la longue durée au moins du dernier siècle, un acteur de la construction et des évolutions démocratiques. Alors, deux mots simplement. 1934, crise de 1934 et crise de 68, la mobilisation collective est à la fois le facteur de l'entrée en crise et la modalité de la sortie de crise en cadre du régime existant. Les manifestations de rue, le pouvoir est dans la rue, hein, les manifestations de rue dans les deux cas, en 1934 et en 1968, ont participé de ce que Pierre Rosanvallon a qualifié de contre-démocratie, au sens où on parle de contrefort hein, d'une église ou d'un château, c'est-à-dire ont été un facteur permettant d'assurer et de conforter la démocratie. Dans les années 1980, tournant du siècle, les manifestations de rue ont fonctionné en France, ont participé du processus d'élaboration législatif, sans que bien sûr cela ait été codifié par qui que ce soit, et elles se sont mises à fonctionner comme une manière de référendum d'initiative populaire que nul n'aurait codifié jusqu'à ce qu'un de nos ministres ne déclare que ce n'était pas la rue qui gouverne, formule qui est depuis 2003 résolument réitérée par tous nos gouvernants. Et puis un tout petit mot, et je m'arrête là, même s'il y aurait beaucoup de... Mais nous aurons l'occasion de continuer à discuter, sur les gilets jaunes. Moi, il me semble que les gilets jaunes, c'est un phénomène extrêmement polysémique et qui s'est étendu sur une longue durée, donc c'est un peu compliqué de les caractériser en deux mots et rapidement, mais il me semble qu'au départ du mouvement, on peut considérer que les gilets jaunes ont été un phénomène miroir du macronisme, ni de gauche ni de droite, disait-il, dans un rapport aux corps intermédiaires et dans un rapport aux organisations qui était exactement le même que celui qu'Emmanuel Macron à l'époque déployait, et que par là même, il s'agit selon moi de deux phénomènes symptômes de ces évolutions que vous nous avez mises en évidence et avec lesquelles, encore une fois, je souscris totalement. Bon, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais comme la discussion va s'ouvrir, je m'arrête là pour le moment. Merci beaucoup, Daniel Tarkowski. Ich würde Ihnen, Herr Nolte, erstmal die Gelegenheit geben, auf den Kommentar zu antworten.
Ja, vielen Dank für den sehr interessanten, differenzierten Kommentar. Natürlich auch für die Zustimmung. Ein bisschen freut man sich ja auch, wenn man nicht in Grund und Boden kritisiert wird, sondern Sie da einige Ansatzpunkte gefunden haben. Ich will das aber ganz kurz tun, vielleicht noch in zwei Punkten reagieren, damit wir dann auch mit den Fragen und der eigentlichen Diskussion anfangen können. Das erste ist das Stichwort Sozialstaat. Das ist ein sehr wichtiges Stichwort. Und ja, in der zweiten Fassung meines Vortrags, das verspreche ich, da wird das Thema Sozialstaat auf jeden Fall eingebaut. Vielen Dank dafür, dass Sie daran erinnert haben. Das ist ja tatsächlich ein Mechanismus, der auch diese Epoche der Hochmoderne aus der Warte dieses Begriffes und dieser Denkstruktur wiederum gesehen ja auch ganz stark getragen hat. In Deutschland, in der Geschichte Deutschlands, dann auch einmal in besonders auffälliger Korrespondenz auch mit dieser Zeit, weil ja der Sozialstaat mit der Bismarckschen Sozialgesetzgebung eben auch in den 1880er Jahren anfing und diese Formgebung sozusagen dann auch ihren Ausgangspunkt nahm. Und am anderen Ende liegt dann ja das, was verschiedentlich und auch in unterschiedlichen politischen Bewertungen als Krise, Überforderung, Abbau, Rückbau, Regression, Transformation des Sozialstaates seit den 1970er Jahren beschrieben wird. Also der Sozialstaat ist geradezu auch ein sehr wichtiges Scharnier, um auf diese Verbindungen zwischen Kapitalismus und Demokratie hinzuweisen. Und es kam mir nicht darauf an, vielleicht war das an mancher Aussage von mir, lag dann dieser Eindruck nahe, aber es kam mir nicht darauf an, diese beiden großen Blöcke sozusagen, Kapitalismus und Demokratie, wirtschaftliche, sozialökonomische Entwicklung und Politik voneinander zu entkoppeln, sondern in einer radikalen Weise, die man ja auch wieder sicherlich kritisieren kann, habe ich ja geradezu versucht, die politische Entwicklung an bestimmte sozialökonomische Erklärungsmuster, Krise der Industrialisierung, Zeit nach dem Boom, wie das mit Anselm Döring-Manteuffel und Lutz Raphael in der deutschen Zeitgeschichtsforschung jetzt abgekürzt genannt wird, stärker daran anzukoppeln. Also man könnte mir geradezu zu viel sozusagen Sozialökonomismus in der politischen Deutung ja auch von mancher Warte vorwerfen. Der zweite Aspekt ist das, ja, wo Sie eigentlich geendet sind, auch Ähnlichkeiten und Unterschiede in der Chronologie. Also erst einmal muss ich natürlich um Verständnis dafür bitten und um Verzeihung, dass mein Vortrag der Natur dieses Vortrags geschuldet, auch in mancher Hinsicht unscharf war und dann schwerpunktmäßig, Sie haben es ja gemerkt, über Deutschland gesprochen hat, versucht hat, Entwicklungen anderer europäischer Länder einzubeziehen. Mein größeres Ziel war und ist schon sozusagen einen gemeinsamen, übergeordneten Rahmen auch für diese Entwicklungen zu finden. Aber ich glaube, bei näherem Hinsehen müsste ich noch schärfer herausarbeiten oder auch für die zweite Fassung dieses Vortrags oder dieses Textes, dass manche dieser Entwicklungen, insbesondere auch diese Transformation von der wohlgeordneten zur rauen Demokratie, dass die für Deutschland auch eine besondere Durchschlagskraft haben. Anders gesagt, in anderen Ländern, nicht zuletzt in Frankreich und wohl auch in Italien, war die Demokratie auch in dieser Phase der Hochmoderne nie so wohlgeordnet, wie sie insbesondere in Deutschland, in der Bundesrepublik in den 1950er, 60er, 70er Jahren gewesen ist. Und ja, es reicht da ja zu erinnern an Protesttraditionen, an raue Elemente auch in der Wegstrecke der Demokratie, an den Syndikalismus der Gewerkschaften in Frankreich und Italien, der sich von der starren hierarchischen Ordnung der Gewerkschaften und der systemkonformen Haltung der Gewerkschaften in der Bundesrepublik ganz stark unterschied. Also in dieser Hinsicht ist das ein sehr wichtiger Hinweis. Da müsste man genauer dran arbeiten. Was sind jetzt Gemeinsamkeiten, die man dennoch herausarbeiten kann und wo müsste man die Unterschiede noch stärker akzentuieren? Vielen Dank, Frau Tartakowski.